Kommen wir zu den wichtigsten Punkten, nämlich der Haushaltsdebatte und zunächst erstmal die Einwendung gegen den Entwurf der Haushaltssatzung. Dazu liegt mir ein Ergänzungsantrag von Herrn Dr. Schulte-Wissermann vor, den er zunächst uns einbringen kann. Und danach habe ich lediglich einen weiteren Redner, den ich aufrufen würde, wenn jetzt nicht eine massive Fraktionsrunde gewünscht wird. Bitte schön, Herr Schulte-Wissermann. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Saal und draußen im Netz. Was wir jetzt behandeln, sind die Eingaben zum Haushalt. Also der Haushalt wird aufgestellt und dann haben die Menschen da draußen, Vereine, Institutionen, die Möglichkeit, Eingaben zu machen. Das wird üblicherweise sehr gerne genutzt und typischerweise wird dann von der Verwaltung erstmal alles abgelehnt. Genauso war es hier jetzt auch. Eine Eingabe war jetzt aus dem erweiterten Bereich von Fridays Parents Scientists for Future, die sich wirklich einen Kopf gemacht haben, die halt sozusagen in die Unterlagen geguckt haben. Die haben also eine Liste von Mehrbedarf entdeckt, den die Stadt selber aufgeschrieben hat und hat eine Eingabe gemacht, man möchte doch diesen Mehrbedarf berücksichtigen. Wie gesagt, die Verwaltung hat es abgelehnt, das ist auch völlig okay, denn das Spiel geht so, die Regeln sind so, dass dann die Politik kommt, also wir, und über die Eingaben befindet. Und ich bin jetzt der Meinung, dass man diese Eingabe zumindest teilweise stattgeben soll. Nicht nur ich bin dieser Meinung, sondern das ist quasi die Meinung von den Fridays. Die haben auch einen Finanzierungsvorschlag gemacht, der jetzt nicht unbedingt meiner ist, aber den ich doch durchaus unterstützen kann, nämlich einfach den Fernsehturm nicht zu erden, sondern das Fernsehturmprojekt zu verschieben und 6,4 Millionen Euro zu nehmen, um dieser Eingabe teilweise, sie wollten 11, also 6,4 Millionen, dann noch aufgeteilt in zwei Posten, also die jetzt zu nehmen und daraus CO2-Sofortmaßnahmen umzusetzen. Meine Damen und Herren, ich finde, es ist unsere Aufgabe als Politik, umzugehen mit den Eingaben. Wir können nicht einfach nur sagen, ach nö, stört jetzt, wir winken das durch. Ich finde, dieser Eingabe sollte man teilweise entsprechen. Und wie gesagt, ich stehe hier stellvertretend, aber es ist auch meine Meinung, für den Teil der Menschen, die sich wirklich darum besorgen, dass die Welt immer wärmer wird. Und wir müssen jetzt wirklich was tun. Meine Damen und Herren, ich will das nicht hier ausreizen. Bitte stimmen Sie diesem Antrag zu. Dankeschön. So, dann habe ich eine Wortmeldung signalisiert bekommen. Das war Herr Nitsche. Bitte schön. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, ich fasse mich kurz. Wir beantragen zu diesem Tagesordnungspunkt punktweise Abstimmung. Wir wissen alle, wir haben insgesamt 915 Einwendungen zu insgesamt 18 Themenkomplexen. Wir wollen nicht über alle 915 Einwendungen, aber über diese 18 Themenkomplexe direkt abstimmen. Ich möchte das an zwei Punkten exemplarisch erklären und begründen, weswegen wir das machen wollen. Und zwar einmal der Punkt, an dem es um die HSKD geht. Es gibt hier ein Votum des Stadtrates bezüglich der Kommunalisierung der HSKD. Es wurden Versprechen an die Mitarbeiter gemacht, zum Beispiel der Abbau der prekären Arbeitsverhältnisse und die Übernahme von Honorarkräften in Festanstellungen. Ein Teil dessen, was in den Einsprüchen bezüglich HSKD gefordert wird, ist ja auch in den Anträgen, die es heute beim nächsten Tagesordnungspunkt zu behandeln gibt, aufgenommen. Ich halte es aber für wichtig, beziehungsweise wir als Freie Wähler halten es für wichtig, dass man diese Punkte, die man mit aufnimmt, dass man dies nicht einfach nur abnimmt oder dass man sich neutral dazu verhält, sondern dass man halt eben gerade an diesem Punkt sagt, ja,
wir stehen dazu, zu dem, was wir versprochen haben, und wir verstehen dazu, zu dem, was wir als Widerspruch bekommen haben zur Vorlage des Oberbürgermeisters. Deswegen ändern wir das auch. Deswegen würde ich schon mal ankündigen, dass wir bei dem Punkt zur HSKD dann dem Widerspruch zustimmen würden. Ebenso beim Berufsschulzentrum für Agrarwirtschaft und Ernährung. Wir als Freie Wählerfraktion waren noch nicht dabei, als im April 2019 mit dem Beschluss A0521-18 die Sanierung und Weiterentwicklung des Schlosses Alt-Rostal besprochen worden ist. Der Widerspruch, der zur Haushaltsvorlage eingegangen ist, geht noch hinter den Beschluss zurück. Aber wir alle sollten wissen, wenn wir hier etwas beschließen, dann hat das Folgen. Und wenn wir beschließen, dass wir in Rostal etwas anfassen wollen, und das sollte das auch umgesetzt werden. Und wir sind der Meinung, wir sollten auch diesem Widerspruch Zustimmung teilwerden lassen. Auch dieser Widerspruch ist zumindest in Teilen aufgenommen in den Antrag, den man heute auch noch behandeln wird. Wir glauben, die Forderungen sind in diesen beiden Fällen auf jeden Fall gerechtfertigt, und wir glauben, dass man denjenigen, die sich mit dem Haushalt, das ist ja ein ganz schönes, kräftiges Stück Papier, vor allen Dingen, wenn man es wirklich massiv mal vor sich gesehen hat, diejenigen, die sich damit beschäftigt haben, denen sollte man zumindest so viel Respekt zollen, dass man das nicht alles punktweise ablehnt, dass man das nicht alles komplett ablehnt, sondern dass man sich zumindest punktweise damit beschäftigt und dass man zeigt, wozu man steht oder wozu man nicht steht. Vielen Dank. Soweit. Danke erstmal für den Redebeitrag. Ich darf mal fragen, Herr Nitsche, ob wir das vereinfachen dürfen, wenn es Ihnen im Wesentlichen um die Punkte D und F geht, dass wir die beiden jeweils separat und den Rest komplett abstimmen können, oder ob Sie wirklich auf 18 Einzelabstimmungen Wert legen. Also wir selber würden mit den zwei Punkten leben können, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es noch andere Punkte gibt, wo man dann sagt, genau dort sehe ich meinen Schwerpunkt, und da will man vielleicht auch noch in den einen oder anderen Fraktionen bestimmte Punkte nochmal betonen. Also wir könnten mit Einzelnen leben, ich weiß nicht, ob es mit den anderen 68 anwesenden Kollegen dann auch so ist. Wenn es andere gäbe, die es beantragen, dann können sie es ja machen, aber ansonsten würde ich das mal in drei Abstimmungen hineinbringen. Jetzt eine weitere Wortmeldung, Herr Blödner und Herr Frau Provisor. Ja, sehr geehrter Oberbürgermeister, ich würde vielleicht zur Vereinfachung die Freien Wähler kurz auf den Beschlussvorschlag aus dem Finanzausschuss hinweisen. Genau das Thema haben wir ja aufgenommen, sodass wir quasi jetzt, was ja das federführende Ausschussvotum zu dem Thema ist, den Einwendungen zum Haushalt 2021-22 müsste es heißen, wird nach Maßgabe der Haushaltssatzung und der Begleitbeschlüsse abgeholfen. Im Übrigen werden die Einwände zur Kenntnis genommen. Da haben wir genau das abgedeckt, dass wir mit den Änderungen, die wir aufnehmen, entsprechend diesen auch abgeholfen haben und entsprechend das andere auch nicht ablehnen, sondern zur Kenntnis nehmen, weil manche Sachen waren ja sinnvoll, aber konnten eben nicht berücksichtigt werden. Daher denke ich, dass man das schon so im Block abstimmen könnte und entsprechend im federführenden Ausschussvotum auch die Intention der Freien Wähler berücksichtigt ist. Hat sich erledigt. Gibt es weitere Wortmeldungen? Bitte schön, Herr Nitsche. Herr Blödner, vielen Dank für den Hinweis. Zur Kenntnis genommen heißt für mich abgelegt. Und für mich ist abgelegt zu wenig. Deswegen wollen wir eine punktweise Abstimmung für diese beiden uns wichtigen Punkte. Okay. Weitere Wortmeldungen sehe ich nicht. Dann kommen wir zur Abstimmung. Ich beginne erstmal mit den beiden separat gewünschten Punkten D und F separat, und dann würde ich den kompletten Rest machen, und dann haben wir insgesamt einen Beschluss erzeugt. Also, wer bei dem Punkt D zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Ja, über den Ausschussbericht, natürlich. Also, punktweise war beantragt. Und da war eben jetzt separiert D und F gewünscht, und dann der ganze Rest. In der Gänze, ja. Ganz ordentlich.
Natürlich geht formal alles. Nee, punktweise, wenn ich punktweise beantragt habe, ist punktweise beantragt und dann wird punktweise abgestimmt. Das ist so. Bitte schön. Ich möchte zur Tagesordnung beantragen, dass ab sofort am Mikrofon und nach Wortmeldung gesprochen wird. Das ist eine Frechheit uns gegenüber, wenn Sie davon ein Zwiegespräch mit einzelnen Stadträten führen. So, also. Geschäftsordnung, Frau Frohwieser. Herr Oberbürgermeister, wenn Sie das jetzt punktweise abstimmen lassen wollen, müssen Sie es bitte in Gänze mal vortragen, was genau wir abstimmen, weil der federführende Ausschussbericht sagt im Moment, dass bestimmten Punkten, unter anderem den genannten, abgeholfen wird, das steht ganz am Schluss, und anderen nicht. Dann muss man wirklich jetzt, auch wenn man das so durchziehen will, aber die Freien Wähler können schlicht und einfach zur Kenntnis nehmen, dass da steht, einzelnen Punkten wird abgeholfen, bei dem jeweiligen Punkt darüber abstimmen lassen, ob wir dem jetzt abhelfen wollen, so wie es im Ausschussvotum steht, oder ob wir noch über die ursprüngliche Fassung, die in der Verwaltungsvorlage steht, dass wir sie ablehnen, abstimmen wollen. Ansonsten kommen wir hier am Ende nicht zu einem vernünftigen Beschluss. Nein, also wir stimmen natürlich selbstverständlich über den federführenden Ausschussbericht ab. Und der federführende Ausschussbericht hat hier hinten den Satz tatsächlich, die Einwendung und so weiter, wird nach Maßgabe der Haushaltssatzung und der Begleitbeschlüsse abgeholfen. Im Übrigen werden die Einwände zur Kenntnis genommen. Aber vorne ran sind die in Einzelpunkten aufgeführt, die Einwendungen, Komplexe, die gekommen sind. Und jetzt ist das nun mal punktweise beantragt, ich kann es nicht ändern, und bringe das, was beantragt ist, zur Abstimmung. Und wir können das auch umgekehrt machen, dass ich erstmal alles mache und dann die beiden Punkte hinten dran. Wenn Ihnen das lieber ist, ist mir egal. Herr Nitsche. Da es scheinbar hier einige Verwirrung gibt, beantrage ich jetzt eine kurze zweiminütige Auszeit. Dann noch Geschäftsordnung, Herr Schwelig. Herr Oberbürgermeister, in der Tat glaube ich, also das Verfahren mag ja richtig sein, aber trotzdem können wir nicht durch unsere Abstimmung eigentlich die Willensbildung dieses Stadtrates abbilden, weil nämlich in der Tat, ausgerechnet auch in den beiden genannten Punkten, es sozusagen eine Abhilfe der Ansprüche gibt. Also würde ich in dem Zusammenhang, wenn Sie tatsächlich einzeln abstimmen lassen wollen, den Gegenantrag für beide Punkte stellen wollen, dass diesen Einsprüchen durch den Beschluss des federführenden Ausschusses, des Finanzausschusses, abgeholfen ist. So, dann hätten wir es nämlich halbwegs klar. Ja, erstens haben wir es noch nie beschlossen, den Haushalt. Man ist da gern davon ausgehen, dass Sie das dann tun werden. Wir können das dann auch gerne zum Protokoll noch dazu nehmen. Aber rein verfahrenstechnisch kann ich das hier nie anders handeln. Wenn ein Antrag da ist auf punktweise, muss ich punktweise abstimmen. Jetzt machen wir die gewünschten 2 Minuten Pause, Auszeit, und dann geht es in die Abstimmung.
So, meine Damen und Herren, 2 Minuten sind lange vorbei. Jetzt geht es weiter mit der Sitzung. Ich hoffe, dass die Auszeit zu vernünftigen Ergebnissen geführt hat, dass das ja lediglich Gruppierungen sind, unter denen die Einwendungen zusammengefasst sind und ja im Komplex hinten mit der Beschluss im federführenden Ausschuss gefasst ist, dass den, wenn er im nächsten Punkt abgeholfen wird, also der Beschluss, so wie im federführenden Ausschuss gefasst worden ist, abgeholfen wird, zumindest teilweise. Aber ich kann auch unsinnigen Anträgen mich nicht verwehren und würde das dann ansonsten zur Abstimmung stellen und eben mit der Erklärung im Protokoll, dass das natürlich im federführenden Ausschuss anders schon teilabgeholfen war. Also nochmal die Rückfrage, hat die Auszeit bei den Freien Wählern zu neuen Erkenntnissen geführt? Wir bleiben bei unserer Haltung, dass man D und F einzeln abstimmt. Also wir stimmen jetzt zunächst ab über den federführenden Ausschussbericht, ohne dass wir die Punkte D und EF, die Gruppierungen haben und würden dann nochmal über diese separat abstimmen in Einzelpunkten. So, wer dem federführenden Ausschussbericht jetzt erstmal ohne D und F seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Gegenstimmen, Stimmenthaltung. Nein. 62 Ja, keine Nein, 7 Enthaltungen, so beschlossen. Jetzt kämen wir noch dazu, dass auch die Gruppierung D hier auftaucht in der Auflistung. Wer dem folgen möchte, den bitte ich um Stimmzeichen. Gegenstimmen. Und Stimmenthaltung. Ja. 56 Ja, 6 Nein, 1 Enthaltung, damit so beschlossen. Und jetzt die Frage, dass der Punkt F in der Gruppierung hier in der Auflistung mit erscheint. Wer dem so zustimmen möchte, den bitte ich um Stimmzeichen. Gegenstimmen und Stimmenthaltung. Ja, 56 Ja, 9 Nein, keine Enthaltung, damit so beschlossen. Und damit werden die Vorlage in Gänze wieder federführenden Ausschussbericht uns empfohlen hat, beschlossen. Wir kommen damit zum Höhepunkt in Geschäftsordnung. Herr Schulte, bitte mal. Herr Hilbert, wahrscheinlich war jetzt alles etwas verwirrend. Meiner Erinnerung nach hatte ich auch einen Änderungsantrag gestellt. Ich dachte, der müsste auch noch irgendwann mal abgestimmt werden. Entschuldigung, das ist mir jetzt wirklich bei dem ganzen wunderbaren Diskussion über diesen punktweise Abstimmung durchgelaufen. Vielen, vielen Dank für den Hinweis. Dann stelle ich diesen Änderungsantrag zur Abstimmung und frage, wer dem folgen möchte, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Gegenstimmen? Und Stimmenthaltungen? Dann ist der Änderungsantrag mit überwältigender Mehrheit abgelehnt worden und damit erspart es mir, dass ich nochmal in Probleme hineinkomme, was eine Schlussabstimmung angeht, sondern insofern bleibt es dabei, der federführende Ausschussbericht ist mit überwältigender Mehrheit in allen Punkten angenommen.